19 Leute, sie kommen zu Let's Play Wimperstone 2 Everlasting Blood. Geil. Da ist auch direkt eine Truhe. Und kann ich die jetzt hier schön angreifen lassen. Elaine, ich habe gehört, du hast Hunger. Mal hier ein bisschen Fast Food Snackerino. Also levelt wenigstens die Kurze ein bisschen mit, das ist ganz gut. Die ist jetzt das Küken quasi in der Familie, wenn man das so bezeichnen kann. Oh fuck, das Küken ist gerade voll am Sterben. Du bist nicht so ein Küken, aus dem man Eierlikör macht, Nyria. Bäh, ihr braucht so viel. Los, Level! Nicht du, Elaine. Obwohl, Elaine darf auch leveln, aber... Ich wäre es lieber, wenn Nyria mal irgendwie die ganzen XP aufsaugt wie so ein Schwamm und dann auf einmal auch auf Level 76 ist. Oder zumindest 70. Komm, 50. Wir sind nett, ne? Wir übertreiben es nicht. Level 50 ist auch okay. Na, die Scheiße da, ne? Butter in den Adern hat die. Es sind keine Substanz. Das ist richtig zum Kotzen hier. Oder wenn wir nochmal so ein bisschen Shit... Geld, das ich mal wieder nicht aufheben darf. Das Spiel mobbt mich doch. Statusrunde, Bluttrank. Ja, da kann Nyria richtig gut gebrauchen. Hey, 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 komm zu mir. Ha, verarscht. Oh, jetzt kommt er zu mir. Yes! Rezept. Bitte, komm hier, betteln. Und weißt du was? Ich brauche Licht. Oh, Licht. Und ich habe gegen das Mikro geschlagen. Scheiße! Dim, 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 Zauberschreilung. Du bist voll nah, du darfst angreifen. Ich möchte nochmal ganz gerne eine schwache Heilung auf unser liebes Wunderkind schicken, weil das ist einfach nicht geschissen kriegt hier. Dam, dam, da, dam, dam, da, dam, dam, da, dam, 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 dam. Alter, mal null Angriff, das sehe ich ja jetzt erst. Die taucht nix, das Kind macht mich fertig. Kannst du noch so auf eine andere Stellung gehen, wie du willst? Ich gehe eine ganz andere Stellung, mein Freund. Ja, andere Stellung. Das, wenn du nicht angreifst, dann bringt dir die Stellung nichts mehr. Just saying. Ja, Blut. Boden, Gegner, gut. Ja, bitteschön, sie fängt an zu leveln. Level mal ein bisschen heftiger, Mädel. Das reicht mir nicht. Jetzt habe ich hier den Häuptling. Und ich habe keinen Scheiß, Dietrich. Dietrich. Ich gehe erstmal in deine Fässer. Meine überbaut Wege zu Kontrolle. Das schon. Konsortenkontrolle. Ey, hier, hier, komm. Hey, hey, hey. Möchtest du ein O kaufen? Ein O wie Opfer. Hier, du kannst wunderbar Heilflaschen süppeln. Die bringen nämlich uns starken Vampiren nichts mehr. Ja. Ja, zerstör doch die Waffe richtig. Hier. So, Aska ist jetzt dran. Nuria, du musst schon irgendwie deinen Balken vollkriegen, sonst kann man dich nicht benutzen, ne? Okay. Mich würde nur interessieren, kriegt sie trotzdem Erfahrungspunkte, wenn ich sie nicht wiederbelebe oder... Weil dann bräuchte ich sie eigentlich nicht wiederbeleben, dann würde ich einfach mit ihrem Kadaver spazieren gehen, so gesehen. Und dann einfach mal ein Ding machen, das finde ich ganz nett. Aber so ist sie ein bisschen Ballast, und da das Spiel keinen EP-Teiler hat. Oder XP und ich weiß nicht, je nachdem Erfahrungspunkte-Teiler oder wie du es auch mal da gerne betiteln möchtest.
wäre ich echt erfreut, wenn sie jetzt dann einfach da liegen bleiben darf. Dann hat sie echt den entspanntesten Job, weil du ziehst einfach nur ihre Leiche mit hinter dich her und trainierst sie dann so ein bisschen. Das ist schon makaber, aber es ist okay. Ja, möchtest du vielleicht auch mal jetzt tot umfallen, Kollege? Boah, Len, du kannst glaube ich mal wieder einen Schluck, ne? Gebrauchen. Dann machen wir nochmal. Schappi, happy Hundefutter. Lecker. Ich glaube, Oskar könnte man auch gleich wieder geholt werden. Ja, komm, jetzt gib mal Kit und verreck, Mann. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun, mein Herr. Gesangsverein da. Wir sind sehr beschäftigte Vampire, ja? Ich weiß nicht, ob Zauber jetzt irgendwie was bringen. Ich glaube nicht, weil meine Zauber sind auch scheiße. Ich brauche richtig starke Zauber mal. Irgendwann. Ja, klatsch mir noch mal einen rein, Junge. Ach, Asuka braucht Heilung. Guck mal, ist nicht drumherum. Also das muss ich sagen, das fand ich wirklich echt extrem gut an Night Bewitched, dass es wesentlich schneller ging mit dem Leveln. Dass mit den Zaubern auch einiges angenehmer war. Also, dass man das dann erstmal MP bekommt, wenn man verteidigt. Dass ich dann auch die Möglichkeit gehabt habe, Zauber zu erlernen, wie es in Vampire's Dawn, meine ich, der Fall war. Dass man da welche einfach mit der Zeit gelernt bekommen hat, ohne da irgendwie rumzumixen. Das fand ich schon nice. Na gut, die besten Zauber gab es dann halt versteckt, was blöd ist. Hat mir das schon mehr gefallen. Ja, Chakakao. Ich habe immer noch keinen scheiß Dietrich bei mir, das gebe doch nicht. Ich hätte welche kaufen sollen, aber ob sich das denn so lohnt, na, ist auch noch so eine Sache. Eps. Hier ist ein Bürglein. Ich möchte ganz gerne erstmal verhandeln. Wenn das nicht klappt, dann sehen wir mal, womit wir Dystox bestechen können. Oh, scheiße. Bei dem Namen? Ich glaube, da kannst du gar nichts machen. Da steht bestimmt auf Dystopien. Ist das Dystox? Oh, mein Lord und Führer. Vampirische Feinde sind in Sicht und mit ihnen ist Hochverräterin Nyria Eris. Was wünscht ihr, wie wir verfahren? Kannst du vielleicht noch langsamer machen? Eris, hm? Lass sie erst einmal zur Sprache kommen. Wer weiß, ob ihr Anliegen nicht von einer friedlichen Intention herrührt. So soll es sein, mein Lord. Je, reden die hier alle so geschwollen? Der ständige Begleiter der Männer von Ardos ist nicht das Schwert, sondern das Buch. Ein jeder hier scheißt sich was ein auf seine Bildung, die mit Etikette an erster Stelle steht. Aber egal, gehen wir. Oh Gott, da können wir nicht mithalten. Wir sind dumm wie Brot. Ich bin dumm wie Brot. Ihr steht vor Schloss Ardos, Stätte der Weisen, Heiler und Gelehrte. Sprecht, was begehren Feinde des Clans und der Eras hier. Gut, dass du es ansprichst. Wir sind in friedlicher Absicht hier. Lass mich mit Dystox sprechen. Eine dreiste Forderung. Und warum sollten wir? Ihr habt den Clan verraten. Der Clan lehnt sich zurück und dreht Däumchen, während die Elras da draußen unter den Bewohnern der Städte wüten, weil Sir Aaron Angst um seine Macht und seinen Arsch hat. Wenn ihr ein weiser Mann seid, solltet ihr diesen Zustand bereits bemerkt haben. Ich habe mir der andere... Nur, es wäre vielleicht besser gewesen, nicht solch eine
Formulierung zu wählen, wenn du mit dem Spaten da sprichst. Ich habe mir andere Verbündete gesucht, um etwas dagegen zu unternehmen. Und jetzt will ich herausfinden, ob Schloss Ardos das ebenfalls vorhat oder sich auf ewig in seinen Schriften verkriecht. Ich hab Schluck auf. Cool. Ihr beherrscht eure Zunge besser, als man es von einer Kriegerin erwarten würde. Möglicherweise zur Asmus-Einfluss. Ja, vielleicht. Also, was werdet ihr tun? Ich werde dem obersten Heiler von eurem Ansinnen berichten. Wir vertrauen ihm. So soll er also entscheiden, ob ihr die Wahrheit sprecht oder von den Vampiren korrumpiert wurdet. Danke, wir werden uns friedlich verhalten. Wenn der oberste Heiler Jinnai ist, da war doch was, da kann ich mich doch dran erinnern. Ja, okay, Opa, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, das brauche ich mir jetzt nicht mehr geben, ne? Kann seine Folgen unzufrieden, bla 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 bla. Oh. Ach, das ist Dystox. Das andere war nur so ein Bauerngehilf, okay? Eins sage ich euch, ihr habt vielleicht Nerven, hier von meiner Tore aufzutauchen und mich zum Verrat bewegen zu wollen, obwohl ihr genau wisst, welch enge Freundschaft zu Aaron und mich seit jeher verbindet, Iris. Oh shit. Da mögt ihr wohl recht haben, doch weiß ich genauso gut, dass euch das Wohl der Welt und von Schloss Ardos am wichtigsten ist. Die Elras kommen, oberster Heiler. Noch sind sie besiegbar, doch werden sie von Tag zu Tag stärker. Wenn wir sie nicht gemeinsam bekämpfen, wird auch Schloss Ardos nicht lange standhalten können. Es mag ja alles sein, aber Vampire verflucht? Diesen Kreaturen der Nacht ist doch nicht zu trauen. Wir hören zu. Ich behaupte nicht, dass es ein einfaches Bündnis ist, doch die Vampire könnt ihr mir überlassen. Wenn man mal ein wenig Umgang mit ihnen hatte, merkt man schnell, wie primitiv sie eigentlich sind. Oh, Aska, bitte Maulkorb um den Jungen, der eskaliert. Och, das wird so nichts fühlen. Kein Vergleich zu uns. Sie wollen nur überleben und sobald wir die Elras vernichtet haben, verkriechen sie sich wieder in ihre Wälder und saugen Tiere aus. Boah, Alter, ich war richtig angepisst. Halt die Schnauze, Aska, ich bitte dich. Ist das so, ja? Nun, es sind und bleiben finstere Kreaturen. Alter. Hör zu, ich will Sir Aaron nicht töten und so wenig Soldaten wie möglich opfern. Sollte sich das mächtige Schloss Ardos mit all seinen Weisen uns anschließen, würde es viel Eindruck auf die anderen Anführer machen. Lass uns alle gemeinsam die Elras bezwingen, anstatt dass wir uns gegenseitig bekriegen. Wenn alles vorbei ist, können Männer wie ihr den Clan neu aufbauen mit Sir Aaron an eurer Seite, ohne Elras und Vampire. Überlegt nur, welche Macht euch das verschaffen könnte und welch überfälligen Reichtum, den ihr euch nach all den Jahren im Diensten des Clans mehr als verdient habt. Die Vampire und ich haben kein Interesse an Beute. Es wäre alles euers. Nun, das stimmt allerdings. Eine Wertschätzung meiner Weisheit und wichtiger Arbeit wäre mehr als überfällig. Man merkt schon, dass der und Sir Aaron sich sehr gut verstehen. Und das Elras-Gesocks muss weg. Hey ihr, Vampirwesen, wisst ihr, wo euer Platz ist? Wisst ihr, wer eure Herren sind? Oh shit, Aska, ich bitte dich in Gottes Namen, halt die Schnauze. Lady Nyria und der Clan her. Oh, das muss aber richtig viel Überwindung gekostet haben. Und wir werden keine Kameraden opfern müssen, Iris. So wenig wie möglich, oberster Heiler. Wir senden euch Vampire, die euch dienen und für euch kämpfen. Ihr müsst sie nur einweisen und dieses Schloss bewachen erstmal. So soll es sein. Ich breche Eid und Ehre gegenüber Sir Aaron zum Schutze der Welt und der Menschen, die sie bewohnen. Mein Gefühl sagt mir, dass eure Intentionen aufrichtig und diese Vampirviecher kontrollierbar sind, Alter. Nie war mein Bedürfnis nach blutiger, roher Gewalt größer als in diesem Moment. Großartig. Dann steht Schloss Ardos hinter uns? Nicht so schnell. Bei aller Rechtschaffenheit und Menschenliebe, die ich verkörpere, muss ich auch an mein und das Wohl meiner Männer denken. Worauf wollt ihr noch? Alter, muss ich ihn jetzt bezahlen oder was? Sollte euer Plan und eure Vereinigung schiefgehen, benötigt alles gewisse Rücklagen, bis uns der Clan vergibt oder wir einen neuen Zweck für uns gefunden haben. Ihr versteht? Ernsthaft? Ihr wollt Geld für unsere Zusammenarbeit? Bei allem Respekt, Iris. Niemand lebt von Luft und guten Idealen. Wie viel? Um mich und meinen Männern für eine angemessene Zeit über Wasser halten zu können, wäre wohl eine Summe von 50.000 Fehler ausreichend für den Anfang. Für
50.000! Alter, wo soll ich die Kohle hernehmen? Das ist unser Preis. Überreicht uns diese kleine Sicherheit, dann steht Ardos hinter euch. Wir werden darüber nachdenken. Natürlich, kommt einfach wieder, sobald ihr das Geld beisammen habt. Ach ja, und bis dahin hat dieses Gespräch nicht stattgefunden, ist es klar? Ja, ja. Alter, kann ich irgendwelche Huren anstellen und die poppen sich mit diesen... Oh shit, Asghar. Nicht so laut. Ich weiß gar nicht, wessen Kopf ich mehr abreißen und mit Maden füllen will. Deinen oder seinen? Vampirviecher? Primitiv? Kannst du dir auch nur im Ansatz vorstellen, wie demütigend es war, diesen Wurm Herr zu nennen? War das wirklich notwendig, Nyria? Es tut mir leid. Distox ist ein gieriger und egoistischer Schwachkopf, das habe ich schon gemerkt. 50.000, Alter! Wie viele Nutten ich da wirklich in den Strich stellen muss. Aber seine Heiler sind enorm mächtig. Ich muss jemanden, oh Gott, nach dem Mund reden, damit das funktioniert. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Ich hoffe, dir ist klar, dass du das niemals wieder gut machen kannst. Ja. Was für ein unglaublicher Ekel dieser Bastard ist. Verrät seinen Clan für Geld. Die Menschen finden immer neue Wege, mich anzuwidern. Das hat nichts mit uns Menschen zu tun. Distox ist ein Abschauen und ein Abschauen. Das ist alles. Dann lass uns mal das Geld besorgen, damit wir den Kerl möglichst nicht mehr sehen müssen. Bevor wir in unsere Welt zurückkehren, werde ich den Kerl zerreißen, klar. Ich werde ihn für dich fest... Ach, wie süß. 50.000? Dein Scheiß Ernst? Achso, du bist tot. Ach ja, hatte ich vergessen. Ich hatte dich ja verrecken lassen. Entschuldigung. Shit. Nee, die kriegt eine Heilflasche. Die braucht nicht so viel. Ja, das ist jetzt ein bisschen kackjes, ne? Dann würde ich mal sagen, rekrutieren wir lieber erstmal ein paar... Aber warte mal, kann ich jetzt eigentlich in die anderen Städte? Theopraktika, weil... obwohl, diese Gespräche hat in die Stadt gefunden, also dürfte ich... Och, Junge! Ich kann aber unten nach Yharnam. Ist das überhaupt Yharnam? Keine Ahnung. Ins ewige Eis. Da dürfen wir jetzt rein. Steht ja hinter unserem Rücken. Ja, das ist doch Yharnam. Und was macht ein Werwolf hier fucking... Das ist für die okay? Gut, ich sag nichts. Sag mal, Friede nicht ein bisschen mit den dünnen Sachen, die ihr da tragt. Ich weiß nicht. Ist es für dich nicht irgendwie ein bisschen Du kommst in eine Scheißstadt rein und das Erste, was du siehst, ist ein Werwolf, der da am Patrouillieren ist. Da denkst du dir auch so, was ist hier los? Also ich weiß nicht, was so Temperaturen. Ist mir doch scheißegal, Mann. Okay, Vampire sind hier auch. Das ist... Oh Gott, es werden einfach die Leute stationiert, die ich so im Equipment habe quasi. Und das wundert niemanden. Oh, ich hätte nicht gedacht, in den nächsten 4 Monaten nochmal Besuch zu bekommen. Ist das so selten? Naja, mit dem Wachen und dem Schnee ist diese Stadt noch nicht der große Besucherzentrum oder Magnet, wo er. Wir haben hier höchstens alle 6 Monate mal Besucher in der Stadt. Nun ja, die alten Wachen sind ja schon mal weg. Was? Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Na, da war ich wohl schon lange nicht mehr draußen. Ja, die sind vor kurzem alle ersetzt worden. Naja, vielleicht kommen jetzt mal ein paar mehr Besucher. Wünschenswert wäre es vor allem für Ragus, dem Ladenbesitzer der Stadt. Er betreibt sein Geschäft nur noch als Hobby. Dann ist heute ihr Glückstag, wir brauchen noch die ein oder andere Sache. Das wird ihn freuen. Sein Laden ist gleich das Haus östlich von hier. Danke. Bitte, ich räume erstmal deine Bude aus. Dann überlegst du es echt nochmal gut mit mir Besuchern. Hallo, schöne Maid. Darf ich mal unter ihrem Rock schauen? Vielleicht haben sie da ein paar Fläschchen versteckt. Heilfläschchen. Schadet ja nicht, wenn ich mal da reinpacke. Marlene. Willkommen in meinem Haus. Wärmt euch ruhig ein wenig auf. Draußen ist es ja wirklich kalt. Dankeschön. Das ist wirklich gastfreundlich. Nun, wir haben hier noch nie Probleme mit Dieben oder Verbrechern gehabt. Bisher waren die wenigen Besucher, die wir hier hatten, immer sehr freundlich. Meistens sind die Leute aber nur auf der Durchreise. Wer will schon hier bleiben? Nicht jeder mag diese kalten Temperaturen. Ich liebe den Schnee. Deswegen bin ich mit meinem Mann hierher gezogen. Na, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Ihr seid wie alle Besucher jederzeit willkommen. Das ist echt mega nett. Wäre auch hart, Assi da einfach klopft jemand an der Tür. Bitte, bitte, kurz aufwärmen. Nein. Verrecke.
lasse die Gliedmaßen abfrieren. Das wäre schon hart assi. Ich glaube, so jemand wäre ich. Ich bin kein guter Mensch. Ich sollte wirklich ernsthaft mein ganzes Leben reflektieren und überlegen, ob das so gut ist. Auf jeden Fall beende ich den Part an dieser Stelle. Ich denke, ich werde jetzt hier einfach ein paar Queste annehmen, wenn das geht, und gucken, dass wir Nyria hochpushen, damit wir zumindest die eine Olle platt machen können. Im Zweikampf. Und dann müssen wir halt mal gucken mit der Geldquelle. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit euch.